Warum chemische Peelings so großartig sind und was sie für meine Haut gemacht haben, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über chemische Peelings, also AHA, BHA und PHA. Und schon zu Anfang, weil es so unwahrscheinlich wichtig ist, ein kleiner Disclaimer. Wenn du mit Säuren rumexperimentieren möchtest in deinem Gesicht, ist es wichtig, und da kommst du nicht drum rum, dass du Sonnenschutz aufträgst. Wenn du also nicht jeden Tag Sonnenschutz auftragen möchtest, kannst du dieses Video wegklicken, weil du erhöhst das Krebsrisiko immens. Ich hatte im letzten Jahr zum ersten Mal mit AHA experimentiert. Nein, es war eigentlich zum zweiten Mal. Das erste Mal war Jahre zuvor. Und ich habe nicht wirklich gut Sonnenschutz aufgetragen. Ich hatte so einen, der unwahrscheinlich weiß macht und ich habe dünn aufgetragen. Und es war dann so, dass ich nach einer Fahrradtour eine richtig rote Haut hatte. Und deine Haut merkt sich das. Also, wenn du mit Säuren rumexperimentieren möchtest, trag Sonnenschutz. Möchtest du nicht jeden Tag Sonnenschutz auftragen, klick dieses Video weg. Chemische Peelings im Gegensatz zu mechanischen Peelings arbeiten ja mit der Haut. Das bedeutet, so ein chemisches Peeling basiert ja meistens auf einer Säure, AHA, BHA oder PHA. Und das mechanische Peeling arbeitet mit so Schrubbelpartikeln, ob das jetzt Salz ist, ob das Aprikosenkerne sind, ob das Plastikpartikel sind, ganz schlimm. Arbeitest da ja mit diesen Schrubbelpartikeln und für mich hat es nie irgendwas gebracht. Also ich habe ein paar Mal gedacht, ich müsste mir so ein Produkt kaufen, habe es aber auch geschenkt bekommen. Die sind mir meistens gekippt, weil das, was ich bei der Haut einfach wahrgenommen habe, also das Feeling war nie sonderlich gut. Es war nicht unbedingt weicher und dieses zusätzliche Produkt, das war mir einfach, das hat mich gestört. Also habe ich nie irgendwie so Anschluss zu mechanischen Peelings gefunden. Ich habe dann das chemische Peeling kennengelernt, lange bevor ich mich jetzt intensiv damit beschäftigt habe. Ich habe mal von Paula's Choice so PR-Samples bekommen und da muss ich sagen, da habe ich alles falsch gemacht. Also ich habe die Haut sowas von gereizt, da mir einfach die Informationen gefehlt haben, dass ich das natürlich sehr schnell wieder gelassen habe. Also habe ich auch schon Erfahrungen damit, wie es ist, wenn man Fehler macht mit chemischen Peelings. Und das kann sehr schnell passieren. Es ist einfach wichtig, wenn du ein Produkt kaufst, und hier soll es erstmal nur um das Thema chemisches Peeling gehen, dass du auf das Thema Duftstoffe und Alkohol achtest. Zum Thema Duftstoffe habe ich mal ein Video gemacht, verlinke ich dir unter dem i. Und meistens sind in solchen Produkten auch Alkohol enthalten. Nicht jeder Alkohol ist gleich, aber die ungünstigen Alkohole, die stehen meistens weiter oben. Und es ist meistens so, dass bei Naturkosmetikprodukten eben Alkohol enthalten ist und das solltest du nicht machen. Wichtig ist auch, wenn du ein chemisches Peeling anwendest, keine Seife anwenden. Ganz, 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 ganz wichtig. Die Seife macht deine Haut basisch. Ist natürlich für dein Gesicht einfach auch unwahrscheinlich stressig, weil es Tenside sind. Und wenn du dann noch mit der Säure extra rangehst, das ist natürlich noch mehr Stress. Also milde Reinigung mit Öl oder mit einem Cleanser, was auch immer, oder mit einem Waschgel, das mild formuliert ist, das ist ganz wichtig. Also wenn du diese Schritte im Voraus machst und wirklich auf Inhaltsstoffe mal so ein bisschen achtest, man muss nicht so ein super krasse Fachmann sein, was Inhaltsstoffe betrifft, bin ich auch noch nicht. Aber ich informiere mich jetzt so ein bisschen mehr und interessiere mich auch absolut mehr für Inhaltsstoffe und weiß inzwischen so ein paar, wenn die drin sind, dass die einfach nicht gut für die Haut sind. Und bei Duftstoffen ist es halt immens. Die werden halt in die Produkte reingegeben, dass sie besser riechen. Und das ist absolut nicht notwendig. Das musst du einfach verstehen. Dein chemisches Peeling muss nicht nach Blumen riechen. Absolut nicht. Und wenn du darauf achtest, kann es eigentlich schon losgehen.
AHA, zum Team AHA gehören drei Säuren, einmal die Glykolsäure, dann die Milchsäure und die Mandelsäure. Ich habe mit der Glykolsäure und der Milchsäure schon Erfahrungen. Ich habe ja schon von Face the Ori Produkte ausgetestet. Die sind mit Milchsäure, findest du unter dem i. Und mit den Produkten komme ich ja auch unwahrscheinlich gut zurecht. Milchsäure wirkt eher so ein bisschen softer, wobei, wenn du eine Hautkrankheit wie Rosazea hast, dann musst du mit AHA aufpassen. Dann könnte sein, dass AHA nichts für dich ist. Wenn du trotzdem in diesem Spektrum rumprobieren möchtest, dann rate ich dir zu Milchsäure oder zu Mandelsäure. Glykolsäure ist ein bisschen aggressiver und wird von dem her auch nicht so gut vertragen. Es ist tatsächlich so, dass meine Haut jetzt mehr Feuchtigkeit hat und ich wende ja die AHA-Säure schon ein bisschen länger an. Also es ist tatsächlich so, ich habe mehr Feuchtigkeit in der Haut. Ich habe nie wieder so richtig starke Schuppen auf der Haut gehabt. Dann ist es so, dass die AHA-Säure auch Pickelnarben verschwinden lassen kann. Ist bei mir natürlich so, ich habe jetzt nicht so die Megapickel, aber momentan habe ich ja hier auch so eine kleine Narbe. Und es ist ganz interessant zu fühlen, was da passiert. Also finde es total interessant. Als ich mit AHA angefangen habe, habe ich gerade die Pille abgesetzt und hatte eine fettige Haut. Das habe ich ja jetzt schon in verschiedenen Videos erzählt. Das war, also mein Pony war innerhalb von einer halben Stunde einfach fettig wieder. Und ich sah echt einfach immer schlimm aus. Also musste ich irgendwas anwenden, habe dann auch angefangen, Leon zu gucken und habe sehr schnell festgestellt, meine Talgdrüsen arbeiten wieder normaler. Das liegt einfach daran, dass die Hautschuppen entfernt werden und wenn du Pflege anwendest, die in der Richtung arbeitet, die einfach tiefer eindringen kann. Und das habe ich sehr schnell gemerkt. Und es war ein sehr, sehr positiver Aspekt. Was AHA-Säure noch kann, ist eben durch das, dass du die obere Hautschicht abträgst, dass deine Pflege tiefer eindringen kann und du leichte Narben, leichte Alterserscheinungen, die so ein bisschen mildern kannst. Es ist kein Wundermittel, sage ich an der Stelle immer so gerne. Also man darf nicht zu viel erwarten und daher auch nicht vergessen, dass man mit einer Säure arbeitet. Also wenn der Effekt nicht so ist, wie man ihn haben möchte, nicht anfangen, zu viel aufzutragen, deine Haut wird es dir nicht danken. Das ist wie beim Sonnenbrand auch. Verätzt du deine Haut, ist das eine Sache, die sich die Haut einfach merkt. Deswegen vorsichtig einschleichen. Also vielleicht wirklich mal mit einmal pro Woche anfangen und mal gucken, wie das so ist. Wenn du irgendwann mal richtig geübt bist, wie ich bin immer noch vorsichtig. Ich habe jetzt neue Produkte von Face Theory gerade in der Anwendung und bin dann trotzdem aber vorsichtig und wende die nicht immer an, weil ich eben dieses Negativbeispiel schon habe. Und es ist halt so, deine Haut merkt sich das und das lässt sich halt dann auch nicht mehr rückgängig machen. Also denk daran, du wendest Säuren im Gesicht an und mach's vorsichtig, wenn du Anfänger bist. Ich sag's lieber nochmal, damit du die Sache einfach auch ernst nimmst. So eine Säure soll nicht zu hoch sein. Ich habe nämlich schon Produkte auf Amazon gesehen. Finger weg davon. Das sollte dann wirklich nur der Fachmann bei dir machen. Jetzt die Produkte von Face Theory beispielsweise, die sind relativ mild formuliert. Man darf aber nicht vergessen, wenn man verschiedene Produkte aufeinander schichtet und jedes Produkt eine Säure enthält, dass man da bitte vorsichtig ist. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Rumspielen, erzähle euch aber in anderen Videos noch ein bisschen mehr darüber. BHA, die sogenannte Acetylsalicylsäure. Ich möchte schon zu Anfang sagen, wenn du gegen Aspirin allergisch ist, das basiert eben auch auf dieser Säure, darfst du kein BHA anwenden. Wenn du eine ganz normale Haut hast, keine fettige Haut hast, keine Pickel hast, keine Unterlagerungen hast, ist BHA auch nichts. BHA ist wirklich für Menschen wie mich, die eben fettige Haut haben, Pickel, Mitesser, so in die Richtung gehen. Und da habe ich noch nicht so viele Erfahrungen. Ich habe, wie schon erwähnt, mit Milchsäure die meiste Erfahrung jetzt. Und die BHA-Säure gleicht das eben auch aus, ist besser verträglich, also nicht so aggressiv wie die AHA-Säure. Und sie ist fettliebend. Das bedeutet, sie kann in die Pore eindringen, geht nicht in die Tiefe, wirkt in der obersten Hautschicht und reinigt die Pore von innen. Ich meine mal,
da ich jetzt BH noch nicht so lange anwende, ich meine mal, dass ich noch weniger Pickel als sonst habe. Aber das kann ich erst bei längerer Anwendung sagen. Da werde ich noch ein Produkt vorstellen. Face Theory, den Ordner habt ihr unter dem i. Und durch das, dass es eben antibakteriell wirkt, ist es halt für Menschen wie mich eine richtig tolle Sache. Und so richtig stark fettige Haut habe ich bis jetzt gar nicht mehr gehabt. Also Säuren, meiner Meinung nach, haben für mich das Allermeiste jetzt getan. Und BHA solltest du dir mal angucken. Ich weiß es nur vom Hören sagen. Ich gucke ja viel den Leon und gerade am Anfang habe ich die Informationen sehr stark aufgenommen. Und viele Zuschauer vom Leon haben eben berichtet, dass BHA einfach großartig gerade bei unreiner Haut ist. Und ich bin mal gespannt, ob diese obere Optik, die ich auf der Haut habe, ob das noch besser wird. Kommt wie gesagt auf der Kamera leider nicht rüber, weil das verschluckt wird. Aber BHA soll da einiges machen können. Ich bin gespannt. Teste gerade zwei Produkte mit der Säure, aber bin da noch vorsichtig. Wie schon bei der anderen Säure gesagt, nicht vergessen, man wendet eine Säure im Gesicht an und deine Haut wird es dir nicht danken, wenn du wirklich zu krass abgehst. Also, wenn du wie ich mehrere Produkte hast, wo Säure enthalten ist, sei vorsichtig. Probier da so ein bisschen rum und nochmal bei der Reinigung einfach aufpassen. Keine Seife anwenden und was mild formuliertes anwenden. Kommen wir zur letzten Säuregruppe der PHA-Säuren. Gibt zwei Kollegen. Die muss ich ablesen. Einmal die Lactobionicsäure. Da steckt ja schon Lacto drin. Wird aus Milchzucker gewonnen. Ist nicht vegan. Und die Gluconolactonsäure. Die ist wiederum vegan. Und Face Theory bietet ein Produkt an. Face Theory, mein Ordner findest du unter dem i. Hab mit PHA-Säure noch gar keine Erfahrung, kann jetzt nur von der Theorie sprechen. Also wenn du Erfahrungen mit PHA schon gemacht hast, unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, dann können wir uns austauschen. Und bei der PHA-Säure, weil die so gut vertragen wird, man kann sie auch an der Augenpartie anwenden. Also wenn du da schon so leichte Fältchen hast, sie wird in der Augenpartie besser vertragen. Und wenn du mit Retinol schon mal so ein bisschen Experimente gemacht hast, ich habe zum Thema Retinol auch mal ein Video gemacht, kannst du unter dem i finden, werde ich dir verlinken, ist diese Säure gut, wenn du eben so Reizungen von dem Retinol bekommen hast, kannst du die Säure anwenden und aber immer mit Vorsicht, ne? Säure bleibt Säure, das habe ich ja jetzt bei den anderen Säuren auch schon gesagt. Und ich bin gespannt auf deine Geschichten, wenn du mit PHA schon Erfahrungen gemacht hast, wie die so sind, also gerade bei empfindlicher Haut. Weil ich eben auch Zuschauerinnen habe, die eben Hautkrankheiten haben und für die anderen Säuren eventuell halt gar nichts sind. Also, wenn du was dazu sagen möchtest, gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf deine Geschichte. Hast du schon Erfahrungen mit Säuren im Gesicht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Das hilft nicht nur mir, sondern es hilft auch meinen anderen Zuschauern. Ganz, 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 ganz wichtig, dass wir uns da auch so ein bisschen austauschen. Gerne auch, welches Produkt du verwendest, was du empfehlen kannst. Ab in die Kommentare. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle wieder bei dir, dass du zugeschaut hast. Verweise nochmal unter das i, da findest du einiges dieses Mal an Videos, die ich schon auf meinem Kanal produziert habe. Vielleicht ist da was dabei. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.